Das sieht jetzt nach Ende des Kapitels aus. Fast, ja. Und das ist die letzte Mission, der große Zerstörer. Wir haben es gar nicht geschafft. Ich weiß. Ja? Bist du sicher? Ja. Ja? Nein. Nein. Achso. Merke ich mir. Ja. Das werde ich mir ganz toll merken. Schreibst dir ganz viel auf. Ja. Mach ich. Ja. Nee. Jetzt kannst du mich mal, ja. Zweimal? Ja. Ich war aber erstmal. Ja. Sprich mit der Hand, mein Gesicht hört dir nicht zu. So. Ja, Mann, und da willst du jetzt. Du hast die Schnauze zu halten, wenn du mit mir sprichst. Ja, guck, da kommen solche Weisheiten auch noch raus. Ja. Oh. Ja. Wenn ich nicht weiß, wo, was ich den ganzen Tag über machen soll, wo, guck mir einfach so Videos an. Dieses Verhör hiermit beendet. Sie wurden benutzt von den Russen. Es ist Solomon. Haben Sie mir denn überhaupt nicht zugehört? Sie behaupten also, es gebe eine PLR-Bedrohung mit Solomon an der Spitze. Ja. Und weiter, dass Sie im Interesse unserer Nation handelten, als Sie einen russischen Agenten laufen ließen und Ihren eigenen Mann erschossen. Wer soll das glauben? Nichts davon ist beweisbar. Das ist doch Irrsinn. Niemand kann bezeugen, dass es eine dritte Bombe gibt. Die Bank stürzte ein. Al-Bashir ist tot, ihre Einheit ist tot, Dima ist vermutlich tot, Kafarov ist tot. 80.000 Franzosen sind ums Leben gekommen. Das alles waren Ihre Zeugen, Sergeant. Und sicher wissen wir nur, dass Sie Ihren Vorgesetzten getötet haben. Rein. Oh Mann. Sie sahen, wie dieser Mann seinen Vorgesetzten erschossen hat? Lassen Sie doch endlich diesen verdammten Blödsinn, Sergeant. Hat Dima Ihnen keine Anweisung erteilt? Hat er Sie nicht überredet, Cole zu erschießen und nach Paris zu fliehen, wo er die Bombe zündete? War das etwa nicht Dima? Solomon hat die Bombe. Solomon gehört zu uns. Er ist schon seit einigen Jahren in Übersee für uns aktiv. Wir schleusten ihn bei Al-Bashir ein, um an Informationen zu kommen. Verarschen Sie mich nicht. Er ist ein Mörder. Sie haben das Video doch gesehen. Wer in unserem Geschäft im Außendienst tätig ist, ist gelegentlich gezwungen, Opfer für das Wohl der Öffentlichkeit zu erbringen. Das ist doch auch Ihr Standpunkt. Himmel, Herrgott, die Scheißbombe ist da draußen und Solomon auch. Sie können diese Bedrohung nicht einfach ignorieren. Vielleicht haben Sie recht, Sergeant. Vielleicht war Solomon zu nah am Feuer. Aber wir haben die Lage absolut im Griff. Verlassen Sie sich drauf. Die Russen sind eindeutig eine unmittelbare Bedrohung. Ja? Was soll das heißen? Sie haben einen Zug verloren. Solomon benutzt die Bilder. Er ist schon seit einigen Jahren in Übersee für uns aktiv. Er hat mich benutzt, wir alle benutzt. Er sagte, nimm die Bombe. 80.000 Tote. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe. Wir haben schon eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Da ist doch Platz für zwei. Wie viele tragbare Atombomben haben Sie dort gesehen? Die anderen beiden. Am 14. dieses Monats. Hier gibt's Karten von Paris, New York. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Solomon wird zuschlagen. Welche Uhrzeit stand da? 6:02. Warum? Dave, vertraust du mir? Oh ja. Okay. Dann tu, was ich tue. Und jetzt kommt das, wo ich im Zug war. Glaube ich auch. Ja, das hat auch verdient, würde ich mal sagen, oder? Ja. Nein, ist er tot? Nein. Ja, ich bin auf X gekommen, anstatt auf Kreis. Mission gescheitert. Ziemlich peinlich. Aber so ziemlich. Kann ja mal passieren. Nein, da darf nicht passieren. Bisschen Schwund ist immer. Darf nicht passieren. So ein Pro-Gamer wie dir. Pro. Ja, ich bin halt nicht so ein Pro auf PlayStation oder Xbox oder so. Ego-Shooter ist eher PC. Das ist, ja, ja. Oh, jetzt weiß ich ja, was ich machen muss. Oh, jetzt kriegt der X in die Fresse. Und dann auch. Jetzt mach ich mir das los. Aha. Aha.
Gute Nacht. Du musst aus dem Fenster springen. Naja, das ist der Überblick. Ja, ja, genau. Ja, klar, Müller war wohl drin. Normal hätten sich da mindestens, weiß ich nicht, wie viele Knochen gebrochen, ne? Ja, Jackie. Das kennen wir ja schon von Anfang. Noch. Meine ich zumindest. Ja, das kennen wir noch von Anfang. Oder? Sag ich doch. Ja. Hier waren wir ja, wa? Jetzt kannst du ja wieder anfangen, dir mal deine Skills zeigen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wa? Ja. Das kennen wir ja auch. Zumindest die von Anfang an zugeguckt haben, kennen das jetzt auch. Ja, wäre schlecht, wenn nicht. Jackie, nein, jetzt ist gut. Ist auch schon schwer, Jackie. Das kennen wir auch. Das auch. Aber dass er genau weiß, wo wir waren, wa? Ja, der Ding läuft das mal. Was ist das noch? Willst du den mal bitte töten, ne? Ich glaube, jetzt müssen wir die ganze Anfangsmission nochmal machen, oder? Ja, Jackie, jetzt ist aber gut hier. Darfst du klingeln. Lass das jetzt, Hund. Mann. Lass das. Ich hab kein kleines Plätzchen hier. Aha. So. Das ist der Holz. Du musst weiter. Hallo? Das kennt ihr die. Ja. Das kennen wir ja noch. Seht ihr allein, Mann? Wer ist bei euch? L2! Jetzt geht's hier auch weiter. Sie sind gut, Soldat. So ganz nett. Und was jetzt? Ich hab keine Angst. Jetzt gleich. Was ist denn hier? Du hast gesagt, du machst jetzt keinen kaputt. Ja, so. Derek! Los, 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 los! Du da, halt ihn auf! Komm, steht, ja. Okay. Das hier musst du auch kennen aus dem Metro. Das ist Operation Metro. Okay, den Abschnitt hier noch nicht, aber... Ich glaube, du kriegst ein bisschen mehr, ja. Okay. Wenn es natürlich so macht, ist das natürlich in Ordnung.
Da habe ich dann dazu nichts aufzusetzen. Wenn man es natürlich dann so macht, wie du jetzt gemacht hast. Okay. Mitten in New York City. Okay. Schnell rein! Los doch, sonst entkommen sie! Ja, geht doch nicht! Doch, geht. Die Polizei von Manning bewacht die Männer am Teilchen. Die müssen von der Pier lassen. Schneid dich an. Wäre natürlich blöd, wenn ein Opa baut und nicht angeschnallt ist, ne? Ich würde mal sagen, Geisterfahrer, der doch nicht. Der doch Geisterfahrer. Ja, da vorne fällt er doch. Oh, ja. Ja. Da hast du den Mann schön gerammt, wa? Nein. Herr Kant! Herr Kant! Teddy! Herr Kant! Sie werden nie gewinnen! Nein! Drecksack. Hat er unseren Freund getötet, ey. Töte ihn dafür. Schon heftig aus der Ego-Perspektive zu gucken, oder? Wenn das nicht mehr der Endfall ist. Okay. Er sieht ein bisschen tot aus. Ja. Der sieht jetzt ein bisschen Strahlung nach Ende aus. Ist wie das Leben. Ja. Ein einziges schädigendes Ereignis. Vielleicht habe ich noch 30 Jahre. Vielleicht sterbe ich morgen. Ich habe meine Geschichte niedergeschrieben. Alles über Paris. Alles über Kafarov und den amerikanischen Marine, der den schwierigsten Weg von allen wählte. Ich stehe zu meinen Taten. Viele Leben wurden gerettet. Ich traure um die, die wir verloren. Ich bin mir sicher, der SWR sah das anders. Okay, das reicht. Wie mein Freund Wladimir sagen würde, Dima, du kannst nur einmal sterben. Sei dir sicher, dass es das wert ist. Ja, hurra! Yay! Yay, okay. Ich würde sagen, dann sind wir durch. Ja. Boah, das Spiel war, als er gespielt hat, war es angenehmer für mich, weil ich es irgendwie nicht hingekriegt habe, hat man schon von Anfang an gesehen. Ja. Aber so haben wir es gut gespielt. Ja gut, ich sag mal, ich hätte ruhiger spielen können, aber... Halt, für euch wollt ihr das heftig machen. Ist halt das. Ja, mein Gott.
Gut, das ist Kampagnenmodus, das ist kein Online-Fight. Ja, online würden wir natürlich gerne spielen. Ich auch anders. Ich weil die manchmal schlechter anders. Sind, ja. Auf jeden Fall, wie fandest du das Spiel? Ich kenne den Kampagnenmodus. Was soll ich dir erzählen? Ich sag mal. Weiß ich nicht, ja, von der Grafik her und so weiter. Ja, Grafik ist das Spiel, sag ich mal, Bombe. Also für meine Verhältnisse ist es unschlagbar. Ja, ich bin auf jeden Fall auf Battlefield 4 gespannt. Ja, wird der jetzt bald rauskommen? In August. Bah! Ja, August. Ja, 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 August. Ja, doch, klar. August. Ja, auf jeden Fall. Mir hat es auf jeden Fall mehr Spaß gemacht, als selber zu spielen, weil ich nämlich dann schön gucken konnte. Ja, auf jeden Fall. Ja, also hast du dir das von Battlefield 4 schon angeguckt? Ja, das sieht sehr richtig nice aus. Ich weiß nicht. Ich glaube, je nach werden wir noch ein bisschen online dann noch rocken. Ich weiß nicht, ob ich das noch aufnehmen werde, aber vielleicht. Ja, kann man ja mal gucken. Kann man ja. Was man da noch so umdrückt, ob man da noch fähig in der Lage oder in der Lage ist, noch mal so ein kleines Video mal reinzuwerfen. Ja, ja. Mit ein bisschen Musik. Du online, yo. Ja, auf jeden Fall. Das wird ja was. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt verabschieden. Das war ich wahrscheinlich noch das Laufen. Ich weiß nicht wie lange, bis wir keinen Bock mehr haben. Das okay. Laufen. Nein. Aber auf jeden Fall. Bis eventuell Multiplayer oder Battlefield 4. Man ja, wird auf jeden Fall. Wenn wir am Battlefield 4 würde ich sagen, können wir, werden wir machen. Battlefield 4 werden wir machen. Ist jetzt versprochen. Das machen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das. Wenn wir es über den PC laufen lassen, ist egal. Ja, das macht ja nichts, egal, das Gleiche. Oder ich lasse es über meinen Laptop laufen. Ja, irgendwie werdet ihr es wahrscheinlich sehen. Also, sag ich mal, hau da rein. Ja, viel Spaß.